Hallo und herzlich willkommen auf der Spiel 2022. Wir sind hier am Stand von Allmac Games und The Tin and Rose. Und ja, bei mir ist Martin. Hallo erstmal. Hallo. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, haben wir diesmal ein Miniaturenspiel. The Drowned Earth. Erstmal, worum geht's da genau? Was ist der Hintergrund davon? Weil ich sehe hier sehr viele Ruinen und Dinosaurier schon mal. Genau, die Dinos sind halt auch ein großer Punkt. Also Dinosaurier, Parcours, Riesenaffen, damit ist es ganz schon recht gut zusammengefasst. Es spielt mehrere Jahrhunderte auch in der Zukunft. Die vorherige Welt oder Zivilisation ist halt untergegangen. Aufgrund von Klimakatastrophen ist der Meeresspiegel gestiegen, deshalb The Drowned Earth. Und wenn ein Spiel schon so heißt, ist natürlich Schwimmen sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Ihr seht hier auf der Matte, es gibt sehr viele Wasserflächen. Und das heißt auch, die Figuren können schwimmen, springen, klettern und das Gelände halt wirklich in der kompletten Dreidimensionalität benutzen. Die Dinosaurier können entweder als Verstärkung für jede Fraktion genutzt werden, auch unabhängig davon, welche Fraktion das von den Sechsen ist. Oder sie sind halt als neutrale Bedrohung auf dem Spielfeld zusätzlich mit da. Du hast gerade gesagt, sechs Fraktionen, was haben wir da? Einfach mal so als Gefühl für die Leute, die sagen, okay, klingt schon mal cool. Ja, wir haben als erstes die Artifactors, das ist so die Indiana Jones Schatzjäger-Truppe, die halt die untergegangenen Artefakte halt sucht und versucht zu verstehen. Die versuchen auch so ein bisschen die Zivilisation wieder voranzubringen. Dann haben wir die Firm, das ist so ein bisschen ja, die Yakuza, das organisierte Verbrechen, die halt eher so auf den eigenen Vorteil aus sind. Die Bondsmen sind die schwergerüsteten Nahkämpfer, das sind so die Kopfgeldjäger, so ein bisschen die fiesere Truppe auch. Es gibt die Militia, das halt eher so ein Fernkämpfer, Soldaten, so ein bisschen in der Hinsicht. Es gibt die Wayfarer, das sind die Söldner, die können in jeder anderen Fraktion genutzt werden oder auch als eigene Fraktion. Und jetzt ganz neu gibt es noch die Corsairs, das sind die Piraten, die halt auch noch einige sehr fiese Tricks auf Lager haben. Sehr cool, ich habe gesehen, die gibt es auch wirklich als Starterboxen dann, diese einzelnen Fraktionen. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt davon eine hole, kann ich auch direkt damit loslegen. Genau, in jeder Starterbox sind halt fünf Figuren drin. Und jede Figur hat auch eine bestimmte Rolle dann. Also es gibt halt einen Anführer, es gibt einen Medic, der halt heilen kann. Es gibt einen Mech, der kann Waffen reparieren. Es gibt einen Scout, der sich halt irgendwo anders schon mit aufstellen kann. Und es gibt den Tough, das sind halt die großen, dicken Affen meistens, die halt gut zuhauen und einstecken können. Genau, du hast ja am Anfang schon erwähnt, Dinosaurier und Parcours, das ist auch ein wichtiger Bestandteil vom Spiel selber. Ja, also das ist auch am besten, wenn es wirklich viele Ebenen gibt zum Springen, zum Klettern. Im Prinzip alles, was du irgendwie sehen kannst, kannst du sagen, gut, ich springe jetzt von da nach da. Während des Springens kannst du halt auch auf Gegner schießen, die darauf auch reagieren können. Oder du kannst überall lang klettern, wo du willst und so. Und dadurch ist es halt sehr dynamisch und halt auch lebendig. Ja. Also quasi auch sehr cineastisch, wenn ich jetzt sage, cool, ich möchte jetzt darüber springen, auf den Gegner schießen und mich danach darunter abseilen. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer so, du springst aus dem Fenster im dritten Stock, fällst nach unten, hast noch ein Schussduell mit einem Gegner im zweiten Stock, platschst ins Wasser und schwimmst weg. Das ist halt völlig normal. Ja. Genau, das heißt aber auch, ich habe halt, wenn ich hier diese Karten ansehe von den Charakteren, wie funktioniert das genau, wenn ich jetzt sage, okay. Also als allererstes beschreibst du immer, was du mit der Figur machen willst. Dadurch hat das halt schon was sehr Narratives, denn durch diese Beschreibung kann dann der Gegner sagen, okay, an dem Punkt möchte ich gerne das und das machen. Ne? Wenn er jetzt halt von hier zum Beispiel nach da springt, und jemand steht hier, sagt dann, okay, genau in der Luft, wenn du halt keine Deckung hast, schieße ich auf die Figur. Na? So, und dann wird halt geguckt, es wird dann eben gewürfelt auf die jeweiligen Werte. Das sind mit zwei Würfeln, wo es auch fünf verschiedene Ergebnisstufen gibt von es ist einfach geschafft oder es ist noch besser geschafft oder es ist so gut geschafft, dass du sogar den Aktionspunkt zurückbekommen kannst. Bis halt, leider stürzt du ab, weil du dich im Sprung verrechnet hast, ist da halt alles möglich. Na? Mit 2W10, genau. Genau, und dadurch, die Würfel sind halt auch unterschiedlich farbig und dadurch kann man halt auch schon sehen, relativ schnell, wenn man das einmal drauf hat, dann so, okay, ist es jetzt geschafft und wie gut ist es geschafft. Genau. Wie gesagt, es gibt natürlich auch noch für, wenn ich nachher mich reingearbeitet habe, erstmal
haben die noch Sonderfertigkeiten und natürlich noch so Feinheiten. Aber ich denke mal, es hat ja schon einen sehr coolen Mechanismus dadurch, dass ich halt einfach auch viel machen kann und jetzt nicht sagen muss, okay, ich muss die jetzt so und so weit schieben und dann kann ich erst auf die nächsten schießen, sondern wenn ich jetzt da hochkletter, springe, dann kann ich schon auf den schießen oder er kann vielleicht auf mich schießen. Genau, richtig. Also es funktioniert halt auch mit Reaktionen. Das heißt, die Aktionspunkte kann man eben auch für Reaktionen ausgeben, sodass man auch, halt auch dran ist, wenn der Gegner sozusagen seinen Zug macht. Und es, dadurch wird es halt auch nicht langweilig. Ne? Also manchmal ist es halt besser, eine Figur vielleicht zu aktivieren und zu sagen, okay, der wird jetzt aktiviert, aber er macht nichts. Er wartet halt ab auf das, was passiert. Einige sind tatsächlich besser darauf zu reagieren, als selber zu agieren. Es gibt dann halt Fähigkeiten, die das auch noch mit unterstützen. Und ja, dadurch gibt es halt sehr viel Dynamik halt im Spiel. Man muss halt auch gucken, wann setzt man was ein. Es gibt dann auch noch Schablonenwaffen und Granaten und Rauch und Deckung ist sowieso ganz wichtig. Also ich baue meine Tische halt auch gerne so vollkommen zu, weil es ist insgesamt auch sehr tödlich. Also es kann sehr schnell gehen, dass man auch mit einem Schuss mal aus dem Spiel genommen wird oder so, wenn man entsprechend Würfelpech hat. Was ich jetzt auch interessant finde, ist, ich sag mal, die meisten Miniaturenspiele sind ja natürlich auf sehr großen Flächen. Du hast halt viel Freifläche, wo du dich halt laufen kannst, bewegen. Wenn ich das jetzt hier so sehe, die Tische sind ja, ich sag mal, für so ein Miniaturenspiel relativ klein, aber es geht halt eben in die Höhe dafür. Genau, ja, also die Standardgröße sind halt 3x3 Fuß für 100 Punkte. Das heißt, mit der Starterbox, mit den 5 Figuren jeweils dann, sind halt 3x3 ist so die Standardgröße. Das jetzt auf 2x2 nehmen wir halt für die Demos, beziehungsweise wenn man halt das auf 75 Punkten spielen. Wenn du jetzt halt höher gehst, so mit 150 Punkten oder sowas, wird dann halt 3x4 empfohlen. Aber ist tatsächlich auch was, ich sag mal, für eine kleinere Wohnung, wo ich sage, okay, ich habe jetzt nicht so den Riesentisch. Ich kann dafür eben meine Modelle ein bisschen mehr in die Höhe bauen und habe dafür den Spaß. Ja, das geht auch, klar. Das ist jetzt das klassische Miniaturen-Tabletop, aber ihr habt ja auch noch eine Brettspielvariante, kann man genau sagen. Genau, Raptor Claw Island ist jetzt die Brettspielvariante. Das ist im Prinzip eine vereinfachte Regelvariante, also es benutzt dieselben Mechanismen, hat eine sich verzweigende Story. Das heißt, von den 14 Szenarien insgesamt spielt man vielleicht 10 oder 11, je nachdem, wenn man die, wie man sich entscheidet zwischen der Kampagne dann halt. Ich bin jetzt zum Beispiel auch an der Stelle, da habe ich gemerkt, oh okay, ich habe mir jetzt für den Weg entschieden, das heißt, ich spiele diese anderen zwei Szenarien gar nicht. Und hier hat halt den Vorteil, es gibt die Pappaufsteller, das heißt, man kann es direkt auspacken und losspielen. Und man kann aber auch, wenn man möchte, die Figuren durch die Miniaturen dann ersetzen. Also quasi, wenn ich jetzt schon Miniaturen habe, kann ich die da nutzen. Oder wenn ich sage, ich finde das als eigenständiges Spiel, ich kaufe mir das, pack's aus und spiele direkt los. Da habe ich halt diese Pappaufsteller. Ja, genau, das geht auch. Ja, sehr cool. Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank und wünsche euch noch viel Erfolg und ja, ich denke mal, viel Spaß brauche ich nicht wünschen, ihr habt da damit. Ja, definitiv, vielen Dank. Cool.